Wahnsinnige Neuigkeiten von RF4. Es sieht so aus, als ob es ein neues Gewässer geben wird. In der Vergangenheit hat RF4 Neuigkeiten zu neuen Gewässern, tja, immer mal wieder auch in Bildern geleakt oder kurz angekündigt. Und es gab auch schon in der Vergangenheit ein Bild speziell zum Karpfenangeln, beziehungsweise es gab auch schon in einem Video eine ganze Sequenz zum Karpfenangeln. Was wir aktuell sehen, ist einfach nur ein Bild. Und da gucken wir jetzt mal drauf. Ja, was sehen wir denn auf diesem Bild? Und ich glaube, da sind zwei Dinge, die absolut ins Auge fallen. Einen Rodpod und Koi-Karpfen. Endlich ein Rodpod. Oh, und zwar ein richtiger Rodpod. Also, drei Ruten. Mit, das sieht sogar aus wie optische Anzeige, blau, grün, rot und bestimmt auch verschiedene Töne, diese elektronischen Bissanzeiger und dann da unten auch noch so eine Art so ein Swinger da dran für einen Fallbiss. Das heißt, wenn der Karpfen auf dich zugeschwommen kommt, passiert ja auch immer mal wieder, dass die Schnur einfach nur so locker geht, dann fällt dieses Gewicht unten an der Schnur zack, einfach runter und gibt dann auch wieder ein Signal. Auch richtig, richtig nice. Ja, wenn das alles so funktioniert, das wäre doch der absolute Hammer. Und wofür? Fürs Koi-Karpfenangeln? Really, really? Koi-Karpfen? Ich meine, im Moment laufen ja auch schon am Bernsteinsee die seltenen, die besonderen Karpfen. Die laufen ja zurzeit sehr, sehr gut. Und jetzt nochmal ein Gewässer, speziell für Karpfenangler. Ich bin mega gespannt. Was kommt auf uns zu? Was werden wir sehen? Von der Location her, wenn wir uns die Umgebung anschauen und man überlegt, ja, Koi-Karpfen, das wäre vielleicht was für Asien. Aber von der Map her, da hinten steht eine dicke, fette Eiche, daneben ein paar Birken. Und ein paar Buchen und das olle Schilf hier vorne. Also ich glaube nicht, dass das Asien wird. Wo das sein wird, ich bin mega gespannt. Aber das sieht, na, ich würde fast sagen, einfach grob europäisch aus. Aber nicht Richtung Asien. Ich bin absolut gespannt. Schauen wir also mal, was da passiert und in welcher Region diese Map erscheinen wird. Vielleicht hast du auch Ideen dafür, wo es Koi-Karpfen gibt in den Regionen oder in welchen Ländern Koi-Karpfen vielleicht noch speziell mehr gezüchtet werden. Vielleicht auch einfach mal in die Kommentare reinschreiben, was du denkst, wo die herkommen könnten oder wo die angesiedelt sein könnten. Und wo du schon dabei bist, einfach nochmal einen Daumen da lassen fürs Video. Kanal abonnieren nicht vergessen. Das hilft mega. Danke dir. Was gibt es allgemein noch zu sagen? Wenn wir überlegen, wie es in der Vergangenheit war, ist es immer so gewesen, dass es diese Ankündigungen gab und eigentlich wenig später gab es dann irgendwann ein Video
Und nach dem Video gab es dann das neue Gewässer. Also, das heißt, das ist der erste Teaser sozusagen, die erste Ankündigung, in welche Richtung es geht, was es alles Geiles geben wird. Und der nächste Schritt ist, tja, an für sich, ein kleines Filmchen über das neue Gewässer. Wow, es ist fast ein Jahr her, dass das Nordmeer rausgekommen ist. Von daher ist es doch ein perfektes Timing für ein neues Gewässer. Ich bin absolut gespannt, was da kommen wird. Ja, freuen wir uns auf ein neues Gewässer, ein Grundangelgewässer nach diesem aktiven Meeresangeln. Und das ist ja fast alles eher wie Spinning. Jetzt wieder ein bisschen was Entspanntes in Richtung Grund. Auch natürlich wichtig, was für ein Level wird das alles haben? Und wenn wir uns auch da die Routen und so anschauen, ist das Fiedern? Ist das richtig Karpfen? Was sind das für Routen? Was sind das für Rollen? Kann man da noch ein bisschen was ablesen? Ich werde auch gleich nochmal genau ranzoomen und mir das alles im Detail angucken, was das für Routen und für Rollen sind. Und ja, bin mega gespannt, ob man da vielleicht auch irgendwo was rauslesen kann. Was glaubst du, was das Gewässer für ein Level haben wird? Ich vermute einfach mal nicht, dass es noch höher geht als Nordmeer, weil Nordmeer ist schon High-End. Und Karpfenangeln und Grundangeln war bisher nie High-End. Die ersten Karpfengewässer mit Level 18 gehen die ja los, mit dem Bärensee und dann kommt der Bernsteinsee. Also ich denke, dass es vielleicht eher im Mid-Level sein wird. Immer höher, immer weiter. Das ist auch keine wirkliche Lösung für das Game. Also, dass man irgendwann Level 40 sein muss, um an einem Gewässer angeln zu können. Ich denke nicht, dass das eine sinnvolle Lösung ist. Also, ich vermute es irgendwo im Mid-Game, irgendwo in einem Bereich, wo vielleicht noch ein bisschen Platz ist. Wir haben ja immer so Abstände zwischen den Gewässern. Also Belaya Level 12 und dann kommt auf einmal Kuori Level 16. Ich fände es fantastisch, wenn es auf Level 14 wäre, weil da ist eigentlich noch eine schöne Lücke. Und auch levelmäßig könnte man da eben schon mal ein bisschen was liefern und auch für die Low-Level was bieten und gleichzeitig vielleicht auch was für die High-Level, denn auch die High-Level angeln ja gerne mal an der alten Festung auf Karpfen. Also dieser schöne Mix zwischen High-Level und Low-Level, das wäre richtig, richtig nice. Wie gesagt, gerne auch da austauschen unten in den Kommentaren, was du meinst, in welchem Levelbereich diese Map sein wird. Also, warten wir es ab. Ich bin sehr, sehr gespannt, wann dann oder ob dann so ein neues Filmchen kommt zum neuen Gewässer. Wäre nicht so schlecht. Und dann hoffen wir doch mal, dass in nicht allzu ferner Zukunft auch das neue Gewässer kommt. Petri, ihr Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, damit du die nächsten News zu RF4 nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video oder im Livestream montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Petri.